Ich habe immer noch den Flusskahn im Inventar. Same to me. Na gut, dann graben wir halt in der Zwischenzeit noch die Gebetsperlen aus. Das ist ja auch eine Quest, die schnell gemacht ist. Muss man eh nur schnell hinter das Haus gehen und das Zeug anklicken. Wo sind da bitte Gebetsperlen? Ich hab die Quest, ne? Teil mal bitte kurz. Bitte. Danke. So, jetzt mögen bitte alle annehmen. Wäre super. Höllenfeuerbollwerk, wir kommen. Oh yes. Wie viel der Platz bin ich bei dir im DPS? Dritter. Ich habe noch kein einzigen Ding gemacht. Das hat alles mein Pet gemacht. So sieht's auch aus. Ich muss jetzt Funken aufbauen. Wir haben ja auch einen Demo-Hexer dabei. Hier immer gleich alle pullen müssen, aber echt, hey. Ja, darfst dich ruhig angesprochen fühlen, ich hab's gesehen. Das war nicht ich. Die Sache mit der sich mitbewegenden Weihe ist sowas von praktisch.
Bye bye? Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, das ist der Toaster, der die ganze Zeit pullt. Also meinetwegen können wir den rausschmeißen. Nur Ärger mit den Todesrittern. Den Schattenspalt hat er gedroppt. Aha. Nett. Vergiss nicht, seine Hand zu looten. Verdammt. Super, die nächsten Pfeifen, die alles pullen. Was ist denn hier los, Leute? Wir haben den Todesritter durch einen Jäger ersetzt. Das ist nicht unbedingt nichts so viel besser. Naja. Der Hexer ist auch nicht besser, der andere, der pullt auch die ganze Zeit. Pull den ganzen Scheiß. Dann sterbe ich. Gitzet!
nicht das vergessen. Das war ich nicht vergessen, ja. Zu looten. Wollt's gerade wieder sagen. Ja, diesmal habe ich dran gedacht. Buff mal Werte oder so. Da hinten habe ich den jetzt hingelegt. Mission erfolgreich, das Pet vom Hunter ist tot. Chichi! Wegen dem und wegen nichts anderem gehen wir in Innis, um Hunter Pet sterben zu sehen. Wobei ich gestehen muss, mein Pet ist auch gestorben. Betäubt. So, den auch looten. Ja, was du nicht sagst. Der PvP-Umhang und der Höllenherrscher ist gedroppt. Der Klassiker. Style Gear Nummer 1 und ich hab's bekommen. Nice. So, jetzt können wir noch schön Quests abgeben. Level up! Auch. Level up! So, was haben wir hier? Level up! Okay. Platte, auf der noch Beweglichkeit drauf ist, interessant. Oh, das Platte mit Beweglichkeit, das ist. Oh. Ab Level 61 kann, glaube ich, auch schon Blutkessel mit in der Random mit dabei sein. Oder? Ja, ist schon mit dabei. Und lass mich raten, wir kommen wieder Bollwerk. Sucht ihr was Bestimmtes? Moment, Beutel muss ich noch aufmachen. Ich habe eine Halskette bekommen, brauche ich aber eh nicht. Doch, definitiv, ich hatte wieder eine Halskette nötig. Läuft, instant abgelehnt. Dafür, oh, die haben die jetzt alle instant angenommen und wir sind im Blutkessel. Nice, bei mir ist der Ladebalken noch nicht mal durch. Wenigstens heute mit einem Priesterheiler, bei denen fühle ich mich wesentlich sicherer als bei einem Mönch. Nichts gegen Mönchheiler, weil ich habe da irgendwie schlechte Erfahrungen mit denen gemacht im Low Level. Siehe Echse. Echse war da ein schlechtes Beispiel für, aber allgemein, der Monkheiler vorhin hat mich auch die ganze Zeit ganz schön droppen lassen. Thank you.
Darth is a good friend of mine. Komm, wo ist der Unsichtbare hier? Kommt er halt gar nicht. Die nerven mit ihrer Betäuberei hier. Tötet sie alle! Ich würde sagen, heute sind wir echt gut drin, ne? Ja, wie viele Level haben wir jetzt schon wieder gemacht? Drei? Ja, drei Level. Mein Erholt-Bonus hält immer noch ein bisschen an. Meiner ist wieder weg. Ich hasse es, betört zu werden. Ich liebe die neuen Erbstück-Halsketten. Klar, können die auch noch silenzen. Plattenstiefel. Silence! Die nehme ich mit. Die sind besser als meine. Natürlich silenzen sie mich genau dann, wenn ich meine ewige Flamme machen will. Und jetzt sind natürlich meine ganzen Stacks abgelaufen. Als ob sie es wüssten. Natürlich. Das ist alles geplant. Ich finde es sowieso schon eine Frechheit, dass dieser blöde Stack hier nur 15 Sekunden lang läuft. Sollten es mal auf 30 Sekunden verlängern. LOL. Die nehme ich aber auch mal mit. Dieser blöde Monk, jetzt wollte ich noch gleich einen zweiten Funken wieder aufbauen. Scheißdreck. Ja, Berührung des Todes. Die ist einfach nur OP.